Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen in der Stadt umgeschaut. Uns hat ein betrunkener Alki hier nach dem Reaktorplan gefragt, ob wir den ein bisschen unterstützen wollen. Jude hat ihm ein bisschen Geld gegeben, obwohl wir ihm überhaupt nichts gegeben haben. Und ja, wir sehen uns weiter in der Stadt um. Oder zu Balanzhaus. Hä? Chimärenmähne. Ja, und ich habe auch hier wieder ein paar Kostüme hier den Charakteren gegeben. Also ausgerüstet. Ich habe noch keine neuen draufgepackt. Aber da werdet ihr gleich hoffentlich sehen in der nächsten Cutscene. Und da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte mal gucken, was denn hier noch so ist. Vielleicht Quests. Da oben kann man auch hin. Da kann man auch hin. Ach ja. Nee. Zeig gleich. Die Tauben, die. Not a single fuck was given that day. Und wir sind wieder am gleich aussehenden Hafen. Hi. Das ganze Gerede über Militäraktionen und Energiekrisen spaltet die Gesellschaft. In dieser Gegend nennt man Menschen, die keine Spikes-Waffen tragen, auch Schatten. Es gibt eine Gruppe Randalierer, die sich die Schattenjäger nennen und sie verfolgen und ausrauben. Als Antwort darauf habe ich beschlossen, eine Selbstverteidigungseinheit aufzustellen, die die Jäger verfolgt. Werdet ihr uns helfen? Warum nicht? Ich habe die Schattenjäger bis zu ihrem Versteck verfolgt. Es liegt an der Torbalan-Höhenstraße in der Nähe von Treglev. Jetzt liegt es an uns, uns zu schützen. Holen wir sie uns. Ja, aber da warte ich nur erstmal. Ist bestimmt noch sehr wahrscheinlich, dass wir so oder so da raus müssen. Und hier haben wir nochmal eine Quest. Ihr Idiot, macht so etwas nie wieder. Komm schon, Boss, das gibt keinen Grund, so wütend zu sein. Es tut mir leid, dass ich einen Handel abgeschlossen habe, ohne es euch zu sagen, aber ich habe einen hübschen Gewinn verschaffen können. Achso, das war wieder. Es geht nicht um den Gewinn, es geht um die Verantwortung. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Wenn es euch nicht passt, könnt ihr mich ja feuern. Das ist nicht Verantwortung. Das ist nicht Verantwortung übernehmen, das ist Selbstüberschätzung. Habt ihr jemals sagen lassen, dass eure Entscheidungen auch andere Mitarbeiter betreffen? Naja, wir sind vielleicht ein kleines Unternehmen, aber ich beziehe meine Mitarbeiter und ihre Familien in jeder Entscheidung mit ein, die ich treffe. Sie befolgen meine Anweisungen, weil sie mir vertrauen und wissen, dass ich meine Verantwortung ihnen gegenüber bewusst bin. Wenn ich euch erlauben würde, alles zu tun, was ihr wollt, würde ich dieses Vertrauen zerstören. Tut mir leid, ich verstehe nicht ganz. Wirklich? Nun, eines Tages werdet ihr es verstehen. Eines Tages werdet ihr Entscheidungen treffen müssen, bei denen ihr die Bürde wahrer Verantwortung spüren werdet. Ich verstehe nicht, von was sie reden. Alte Menschen sind immer wütend auf junge Menschen. Sind die neidisch auf ihre Jugend? Ich verstehe, was der Händler sagen will. Die Pfeife kommt gerade so perfekt. Entscheidungen zu treffen und dabei das volle Gewicht der Verantwortung zu ertragen, ist extrem schwierig. Das war es, was ihr auf dem Schlachtfeld getan habt, richtig? Genau, während Menschenleben auf dem Spiel standen. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie schwer es gewesen sein muss. Und natürlich hatte ich mit reichlich Zweifel und Treue zu kämpfen. Das Wichtigste ist, Jude, dass ihr Herausforderungen immer direkt ins Auge seht. Ist gut. Okay. War das auch geklärt. Ach, was war bestimmt noch 50.000 Menschen hier verantwortlich geworden. Ist doch schon schlimm. Die können einfach wieder den Spielstand laden. Oder auch nicht. Die sind für immer tot. Keine Quest mehr. Nee. Hallo? Muss ich wieder zum Balanzhaus? Beziehungsweise zu Jade Curtis? Er sieht aber auch wirklich so aus. Nur mit kürzeren Haaren. Und ohne Brille. Oder hat er eine Brille? Ich glaube, er hat eine Brille, ne? Bobst du gut. Gerichte. Haben wir Gerichte? Weiß ich nicht. Ich kaufe einfach Massesicherheit. Ja, und wir rasten einmal. Nur so zum Fun. Vielleicht passiert ja noch dies und das. Sieht auch so aus. Oder auch nicht. Ey. Ich habe die Melodie gar nicht gehört. Ich bin zu weit weg vom Fernseher, ich höre das nicht. Okay, dann machen wir hier
Ja, das übliche Geld plus so und so und so und so und so und so viel. Mein Gott, wie viele Dinge habe ich denn verballert? So, dann hier ist nichts mehr, ne? Okay. Dann gehen wir zu Balans Haus. Ach, das ist der eine Typ, genau. Mal gucken. Wo bist du denn im Ballern? Oder. Ne, wir haben schon alles, okay. Dann gehen wir zurück zu Ballern. Jade Curtis. Ich dachte. Blah. Hier ist doch Natur. Was redet ihr denn da? Hier gibt's doch Natur. Was red ich denn da? So, jetzt sehen wir mal, wie ich die Kleid hab. Results of some new Spyrex research just came in. Oh right, you did say you were an engineer. Well, hey, Balan, buddy, where's our chow? I put together a real nice spread back in my apartment. Feel free. Sie direkt hier am Blaschen. Thank you so much. Wie kann man zu einem Engel denn bitte schön Nein sagen? Das ist. Und es ist ja peinlich. Out past Helioport, where I'm heading now. You were sprawled at the foot of the hill on the other side of the complex. Thank you. No problem. Anyway, I'll see you guys later. Ich mir das jetzt nur eingebildet, oder hat Elvin irgendwie komisch reagiert? Wie so gut bei allem. Wir haben bestimmt irgendwas abgesprochen. Codename Presser. Oh verdammt, ich glaube, ich habe ein paar Mal ihren Namen mit S, mit zwei S geschrieben. It was her alias as an Azul spy. You and Pressa were friends, right? When she fell, why didn't you call her by her real name? Because I forgot it. I can't be expected to remember every little thing. That's horrible. You really are a jerk. Why lie about forgetting her name? When Pressa was a kid, she was abandoned by her family, so she always hated the name they gave her. So that's why you. That's why nothing. When I couldn't grab her hand. I was everything they said and a whole lot worse. Mann. Nicht so negativ. Obwohl doch, fühle ich negativ, Elvin. Begib dich zu Ball. Ich bin noch. Ich Idiot. Ich bin nur im Balanzhaus. Er hat doch kein Haus, er hat ein Zimmer, eine Wohnung. Er ist kein Haus. Verarscht mich hier nicht. So, hier warst du irgendwo, ne? So. So, erstmal Hapapa. Das kann Hapapa. So, what's everyone's plans from here on out? If we head to that spot Balan mentioned, we might be able to get back to Rize Maxia. Oh, I see. That's why you asked. Although, I'm not planning to leave until I find a way to help both Rize Maxia and Olympias. Is there any way we can help? Of course. I doubt I could figure things out alone. Just having you here would be a huge morale boost. We mustn't underestimate. Na, weil die Lady zu meinen, ist klar. We must contend with Spyrex devices, the Otherworld reactor plan, and even Gaius. That's why you want us all to decide for ourselves. Try to head back home or figure things out here, huh? Wow, that's tough. I realized something once we landed on this side. We can't eliminate Spyrex from Olympias, but we still need to get rid of the schism. It's a real conundrum. I want to figure out what I can do about this. Well, you know I won't agree to anything that hurts my own people. But we need to find something to help the spirits as well. Something to say. If we can't eliminate Spyrex, then I will take the extra effort to watch over and protect the birth of new spirits, so their numbers stay intact. But that means spirits are another part of nature's cycle, just like humans. I will find a way to support them both. You sure about this? I've thought long and hard about this, Jude. If you're convinced that we can't get rid of Spyrex,
Then I won't argue. But we can't waste time debating this. We need to head to Heliobor. She's got a point. Any place working on Spyrex research is probably involved in the Otherworld Reactor plan. Can I get answers from everybody by the time we get there? Okay. Is my role to offer support, or is it a lead? Nixer, ich bin ja der Hauptcharakter. Ich bin der Star dieser Show. Verdammt, aggressiver Zerschlag, okay. What should I have done? Leia's been really sad recently. Is it about Agria? She slapped Leia's hand away, even though Leia was trying to save her. Why'd she have to be so cruel? A little cruelty won't kill Leia. She must have struck some sort of nerve in Agria. Some part of herself that she just couldn't let go. Why are you taking Agria's side? I'm not taking her side. I just understand her is all. I know what it's like to get trapped in a prison of one's own design. So what could we have done? If I knew the answer to that, I wouldn't have attacked you the way I did. But I do know one thing. Leia didn't do anything wrong. Yeah. Obviously. Ja. Agria ist einfach nur... Agria. Bisschen aggro. Davon kommt der Name bestimmt auch. Ich weiß es. Obwohl ich meine mal irgendwann sehr früher mitbekommen zu haben, dass jeder der Hauptbösewichte einen Namen von einem Vogel haben soll. Zwar aber noch bevor ich überhaupt irgendwas von diesem Spiel kannte, als das noch frisch rausgekommen ist. Hey, was los? Warum rennt ihr alle weg? What's happening? Helioborg is under attack. What? You should turn around and leave. It's not safe here. I just don't understand why anyone would attack the Spyrex Research Center. Who's behind the attack? We have no idea. The attackers were using Calculatrix without Spyrexes. How is that even possible? What's that? Spirit ich kann auch fragen. Spyrexes. If the attackers didn't need them, I think we know who they are. Sounds like Gaius is already making his move. Yup. Let's go. I want to make sure Baylan is safe. Ja, machen alle platt. Und bevor ich es vergesse, ich will mal das neue Kostüm zeigen, was ein bisschen, naja, gewagt aussieht, sag ich mal. Oder eigentlich nicht. Na, passt. Brink. Seltsame Begegnungen. It must be shocking for the Olympians to see us using arts without Spyrex. Not so much shocking as terrifying. To us, it's as if you have supernatural powers. But in a lot of ways, it's Spyrex technology that's more powerful. People fear what they cannot understand. That's why we're so quick to discriminate against other races and cultures. Genau. Were you scared when you first came to Risa Maxia? I was. The people seemed like monsters to me. And how do you feel now? Now, you know, some are good, some aren't. I'm glad to hear that. It sounds like young men from Olympias start out quite naive. And old men are condescending no matter which world they come from. Oh, ein weiter Weg nach Hause. So how far is Olympias from Risa Maxia? It really isn't about distance. They're, like, separated by an impassable wall. Oh, I know. Risa Maxia and Olympias are about as far apart from each other as men and women are. An impassable wall? Does that mean we can never go home? I won't be able to see Drizella again? That's horrible. No, no, it'll be okay. After all, we're all together. You have Mila, Jude, Rowan, and even Alvin. You know they'll figure something out. Was mit Jude? You're here too, Leia. Yeah, but it's not like I'll be any help. That isn't true. When you're here, everyone's happier. Let's all go back to Risa Maxia together. Okay, it's a promise. Ja. Aber dieses Versprechen werden wir sehr viel später noch einlösen. Im nächsten Part. Mindestens. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.